nächste Funke, der kommt, ist einer unserer Wüstenbussarde. Jetzt bitte keine Sorgen machen um das Tier. Ein Wüstenbussard auch hier bei uns in diesen Breiten kommt durchaus mit dem Wetter klar. Der hat dasselbe Gefieder wie einheimische Tiere hier bei uns auch. Sandy heißt der Vogel. Sandy ist in der Gewerkschaft. Das merkt man auch als Laie daran, dass dieser Vogel regelmäßig Pause macht. Ja? Pause auf dem Boden, auf dem Zaun, auf dem Baum, auf der Bank, aber auch Pause auf Kopf oder Schulter eines Besuchers. Solltet ihr also gleich das Gefühl haben, dass hier oder dort ein Vogel sitzt, also einen sehen kann, so lange kennen wir uns jetzt noch nicht, ne? Aber dann ist wichtig, ruhig stehen oder sitzen zu bleiben, damit der Vogel in aller Ruhe am Ohrläppchen spielen kann. Ich werde versuchen, euch zu retten, muss aber zugeben, da wo ich stehen liege, bin ich nicht der Schnellste. Ja? Ich habe auch seit der Kindheit sehr schwere Knochen. Ich gebe mir aber Mühe, weil ihr alle so nett ausschaut. Von hinten kommt das Tierchen mit dazu. Unseres Baby. Komm her. Wartet. Jetzt hat Miss Glück mit unserer Sandy erfolgreich geparkt. Bitte schön. Wir wollen uns jetzt einmal mit unserem Wüstenmuster hier eine Jagdszene anschauen. Jagdszene heißt, Kleinsäuger und Reptilien werden erbeutet. Deshalb meine Frage ans Publikum. Hat jemand einen Kleinsäuger abzugeben, dass man so eine... Nee, das ist ein Vogel auf dem Baum. Ich frage etwas direkter, möchte jemand ein nerviges Kind loswerden? Jetzt tagt der Familienbeirat. Jonathan, bist du mal nervig. Schwester, geh du heute mal. Ich frage etwas netter, ist jemand im Publikum mutig genug, einmal meinen Handschuh überzustreifen, mit dem Ziel und der Aufgabe, dass der Vogel darauf landet? Wie sieht's aus? Am liebsten würde ich jetzt Kinder dran nehmen. Ich nehme sonst auch Kinder mit Bart. Ist ja manchmal auch einer dazwischen. Ja, so ist es. Jetzt zeigt mal richtig auf, liebe Kinder. Wer hat Lust? Einmal hier diesen Vogel. Du hast Lust? Komm her, ist ja der Hammer. Kommst du her? Komm rüber hier. Komm, trau dich ruhig. Und du kriegst einen Riesenapplaus, weil du so mutig bist. Tada. Hallo, wie heißt du? Jano heißt du. Jano, warum hast du dich gemeldet? Hat Papa dich geschubst? Okay, pass auf. Du sollst Beute spielen, dafür läufst du so schnell du kannst bis zu diesem Baum da. Okay, Jano? Ich schicke den Bussard hinterher. Ich schicke den Bussard hinterher, der packt dich im Genick und alle klatschen. Okay? Jano, möchtest du auf gleicher Höhe starten oder willst du Vorsprung haben? Vorsprung? Okay, dann kriegt der Vogel einen Vorsprung. So, ich zähle bis drei und du läufst los, okay? Jano, möchtest du noch was zu Papa sagen? Ja, dann dreh dich mal hoch zu ihm um, lächel und wink. Dass er dich, guck mal, da ist er, damit er dich lächelt und winkt, guck mal, wie glücklich der Papa aussieht. Ja? Komm mal her, wir machen irgendwas anderes, was anderes. Und zwar kriegst du gleich wirklich mal einen Handschuh und der Vogel landet dann. Okay? Dann wollen wir mal gucken. Wo ist Janine hin? Ach, da bist du. Ja, oh, Sandy, mach. Damit der auch ein bisschen fliegt. Du kriegst jetzt wirklich mal einen Handschuh. Guck mal, der passt dir, ist eine Einheitsgröße. So, einmal frei das Teil. Dann kriegst du ein Stückchen Fleisch zur Belohnung. Und dann kommt die Sandy gleich. Warte mal, dreh dich mal um. So, bleib schön stehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Sandy zu dir geflogen kommt. Ja? So, schreck mal ein bisschen aus. Ja, das bist du aber auch schon drin. Bitte? So, richtig rein da, rein da. Haben wir jetzt gleich gemacht. So, Achtung und ja, da hatte ich jetzt den Futterbraten mit. Wo sind der Vogel? Warte, da hat der Rücken mit. So, Achtung und jetzt, bitteschön. Und schon wieder weg. So, warte, alle guten Dinge sind drei. Wo ist Sandy Hund dort? Amara? Sandy, komm mal rüber hier. So, Sandy läuft an und... hier guckst du. Und ja, das wird Wahnsinnsflug, halt dich fest. Bist du überhaupt nicht in dem Handschuh drin, oder? Sag. Komm her jetzt, Geier. Alle ob. Wenn ich denke nach. Das ärgert einen dann. Jawohl! Schön, dass du Zeit hast. Wo
bedanke mich bei dir, dass du den Spaß mit